Ich brauche keine Energy Drinks, denn ich selbst bin die Energie. Mein Körper ist voller Licht und Wärme. Bah! Ihr Elfen hattet schon immer einen abartigen Geschmack. Wolfram? Wolfram! 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 Was ist denn? Ich komm nicht nach Zarteron. Schau dir das an. Hast du wieder das Passwort geändert? Nee, hab ich nicht. Ist gegen unsere Nutzungsbestimmung verstoßen. Was? Ey, die haben rausgefunden, dass du mit dem Spiel Geld verdienst. Das ist ja... Frag mich bloß wie. Wie? Ha, sehr lustig. Ey, die werden uns den Account sperren. Was? Ja, meine Gilde wird richtig angepisst sein. Ich appelliere an Recht und Gesetz, mir beizustehen. Ja, streng genommen ist das ja Recht und Gesetz. Ich verfluche Recht und Gesetz. Ich werde Recht erwürgen und Gesetz alle Knochen brechen. Und danach werde ich ihre Kinder. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich denen sagen soll. Ich meine, die Vorwürfe sind ja total richtig. Ich habe da echt wenig Hoffnung. Sag ihnen. Wenn der Ork nicht in einer Stunde zurück in Zarteron ist, wirst du mit Feuer und Schwert bei ihnen einreiten, sie in Blei ertränken und ihre Frauen und Nutztiere schänden. Ja, sehr wirklich ganz tolle Argumente. Orks und Rhetorik. Alle unsere Mitarbeiter. Na toll, das kann dauern. Die Warteschleife. Ich verfluche die Warteschleife! Ich hacke sie in 1000 Stücke! Rena? Ist alles in Ordnung? Na klar. Was soll sein? Naja, ich meine, du hast ja nicht mal deinen Tic-Tac aufgegessen. Ich bin immer noch ein bisschen böse auf dich wegen Denise, klar, aber ich will trotzdem, dass es dir schlecht geht. Ich möchte mit einem zarteronischen Gleichnis antworten. Ein Kobold und ein Basilisk treffen auf einer Harpie. 1000 goldene Äpfel will ich spalten, sagt der Kobold, und die Harpie tanzt. Aber was macht der Basilisk? Was? Außerdem kriege ich meine Tage. Ja, ich dachte nicht, dass Elfen sowas Weltliches überhaupt haben. Wolfram, ich gehe auch ins Badezimmer. Entschuldigung, ich war kurz her. Ja, ja. Geh nur. Oros, bist du wahnsinnig? Was nützt dieser wertlose Tank, wenn er uns nicht länger als Portal nach Zarteron zu dienen vermag? Hast du da gerade meinen Monitor aus dem Fenster geworfen? Ach, die Grafikkarte war eh scheiße. In Haruma haben wir die ehrwürdige Tradition, ausgediente Waffen, Werkzeuge und Sklaven von einem hohen Felsen zu stoßen. Und diesen Brauch ehre ich hiermit. Nein, nein, nicht das! Lass das runter! Lass das runter! Ich meine das ernst, bitte! Ich meine das ernst, bitte! Was soll denn der Scheiß jetzt mit dem Nachöffnen? Es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Das sind Entzugssymptome. Echt? Euch wollte ich nicht verletzen, entschuldige bitte. Euch wollte ich nicht verletzen, entschuldige bitte. Ey! Spitz doch wohl! Ich bin wieder da. Okay. Du kriegst ja bald deine. Deine. Hier. Dings. Und ich hab überlegt, vielleicht könnte ich Denise ja bitten, ob sie ein paar Tampons mitbringt. Tampons? Ja, Tampons. Rena, du weißt schon, diese Baumwollteile, die man... Ja, du weißt doch, was ich meine. Komm. Ja, danke, ich weiß, was Tampons sind. Die würden hier nicht helfen. Wieso? Elfen menstruieren nicht nach dem Mondkalender, sondern nach dem Saturn. Einmal alle 29 Jahre. Dementsprechend stark fällt die Blutung aus. Krass. Ja, ich langweile dich sicher mit den Geschichten von meinem nahen Tod. Geh nur.
Guten Tag, Polizei. Das ist halt das Krasse, ne? Ich meine, hier fällt eh alles auseinander und dann noch die Bullen. Also ich bin hier der Vermittler zwischen allen verschiedenen Rollen und ich weiß überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr, was los ist. Wir hatten natürlich die Gegenstände unaufgehoben, die wir da auf der Straße gefunden haben. Ja, und die Herrschaften haben ja auch gegen diverse Ordnungswidrigkeiten verstoßen. Mein Gott, im Zarteron wird ständig irgendwas aus dem Fenster geworfen. Also Computer, Kinder. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung, aber es gibt da offensichtlich ein Problem mit Computer. Hardware-Gegenständen. Die ohne Rücksicht auf eventuell vorbeilaufende Passanten hier aus dem Fenster entsorgt werden. Ach, echt? Können wir kurz reinkommen? Ja, natürlich. Also, Elektronik, ja? Wissen Sie nichts davon, oder was? Ramwolf, der Totschläger, wobei das T die Form eines herabhängenden männlichen Genitals hat. Ruhm und Ehre. Guten Tag. Polizei. Bedrohen dich diese zwei Paladine. Oh Grosch, wie haben Sie uns jetzt genannt? Können wir mal bitte Ihren Ausweis sehen? Oder Ihre Aufenthaltserlaubnis? Ich hole meine Aufenthaltserlaubnis. Na, das ist sicherlich ein Missverständnis, weil, also gestern war... Wenn ihr ihm auch nur ein Haar krümmt, vernichte ich euch. Ja, sicherlich nicht so ernst gemeint, auch nur ein Scherz, aber warte mal. Das ist ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nein, sie braucht das doch für liturgische Zwecke. Das ist meine Aufenthaltsgenehmigung! Komm, leg die Waffe weg, Alter, komm. Niemals! Du sollst die Waffe weglegen! Leg die Waffe weg! Bevor ihr ihm was antut, müsst ihr zuerst mich erschießen. Nein! Bitte! Los, schießt schon! Schießt! Los, schießt! Palan Norolim! Jetzt erkenne ich sie. Ja, Rena Mondschatten. Sie werden sich wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern. Ich spiele eine junge Novizin namens Taladria. Gerade mal Stufe 8. Taladria? Ja. Ah, blaues Kleid, Waldlederarmschiene? Ja, richtig. Könnten Sie schreiben für Taladria / Thorsten? Ja. Ja, sie ist eine absolute Legende. Bin ich auch. Sind Sie denn oft in Goldfell? Ja, Moment, täglich. Ich habe ein neues Haustier, was ich trainiere. Eine Regenbogenlibelle. Ach, schön. In letzter Zeit geht alles irgendwie drunter und drüber. Mhm. Erstmal fehlen Sie und jetzt ist auch noch ein Ork in den Tempel eingedrungen und hat Meister Arendi attackiert. Unfassbar! Da ist ja hoffentlich kein Hanf drin, oder? Doch. Bei der Gelegenheit habe ich noch mal eine Frage. Ich bin ja in diesem Quest mit der Spinnenkönigin und suche schon seit Ewigkeiten den Schlüssel für diese Truhe. Ich habe natürlich auch schon versucht, die Hotline anzurufen, aber da geht keiner dran, ist immer besetzt. Nur Noobs rufen die Hotline an, wenn sie bei einem Quest nicht weiterkommen. Wie nennen Sie mich? Noob. So, ich würde dann jetzt auch gerne noch mal auf die diversen Ordnungswidrigkeiten und Ihre Aufenthaltserlaubnis zu sprechen. Jetzt! Ich habe hier meinen Drachen für den Schlüssel fragen. Super. Hallo. Ja, ich habe da mal eine Frage. Leb wohl, tapfere Taladria! Ruhm und Ehre! Mir war das so peinlich vorhin. Ich hab die Fiole nämlich gar nicht mehr. Die ist mir runtergefallen. Leute. Ich muss euch was sagen. Ich auch! Ich glaube, ich bin überm Berg. Mit den Energy Drinks? Auch mit Zarteron. Ich habe das Gefühl, ich bin endlich angekommen. Ich bin zu Hause. Und was wolltest du sagen, mein kleiner Freund? Denise und ich, wir werden ja heiraten. Und, naja, sie wird dann auch herziehen. Oh, Juhai! Party-Wiki! Ja, und dann werden wir sicherlich auch mehr Zimmer brauchen. Aber ich zieh nicht zu einer Elfe. Rina? Rena? Rena!